So, okay. Black Decks eliminieren. Alles klar. Und wir haben so einen schönen Nebel, dass uns keiner sieht. Oder eigentlich ja so gut wie nicht sieht. Okay, packen wir den mal. So, ganz ruhig, ganz ruhig. So, umziehen. Aha, wie mich halt keiner sieht. Oh, auch noch Zeitdruck. So, den tun wir gleich hier weg. Gleich verstecken. So, nehmen wir noch hier die Dings mit. Die Waffe und weiter geht's. Das ist doch verrückt! Wow! Da ist geht auch mein Instinkt noch weg. Der Boss dreht langsam durch. So, ich geh mal hier vorbei, gell? Dankeschön. Oh, hier haben wir einen Kontrollpunkt. Hätte ich fast übersehen. Alter. Was geht hier ab? Komm ich da einfach so durch? Und ich brauche hier viel zu lange. Ich weiß. Denk einfach nicht darüber nach, okay? Mach einfach deinen Job. Reich mir mal das Kabel. So. Ah, jetzt kommt da von vorne wieder einer. Achtung, Alpha-Einheit. Annäherungsminen in Sektor A und C gelegt und scharf. Passt auf, wo ihr hintretet. Wir wollen ja keine Kettenreaktion auslösen. Wow. Annäherungsminen? Na super. Ein neuer? Alter! Oh, war das hier gut, hier durchzugehen? Da stimmt was. So, na toll, jetzt habe ich keinen Instinkt mehr. Oh! Alter, was geht hier ab? Hier komme ich ja gar nicht durch. Alter, was geht hier ab? So, was soll ich hier machen? Was, die Trag... Was war da gerade? Irgendwo war ja doch die Tragstruktur schwach. Ach, die hier? Dann nehmen wir mal die Silberballer, die machen nicht so viel Kraft. Bam, toll. Dadurch kann ich halt einfach nur hochklettern. Na, warte, machen wir so. Na toll. Wie war das hier mit Kettenreaktion? Alter, komm, jetzt bleib ich hier hängen. Kann ich hier nicht treffen? Oder kann ich hier wirklich draufballern? Ist mir so angezeigt hat hier der gelbe Ring, aber ich bin mir da nicht so sicher. So, außer ich baller mich jetzt hier halt mal durch. Ist ja auch gar nicht laut. So, jetzt komme ich hier durch. Ja. So, jetzt steht er direkt vor mir. Komm, schieß noch mal kurz. Na komm mal, egal. Komm her. Sackgesicht. So. Oh. So. Hey, es ging doch ein bisschen recht flott, ein bisschen komisch hier mit den Minen, aber nun ja, der letzte Countdown ist vorbei. Tut mir leid. Jetzt bist du sicher. Schon gut.
mir, Lenny. Mein Geld. Ihr Geld. Hier haben Sie es. Na komm. Gehen wir. Es ist vorbei. Lieber 47. Wenn Sie diesen Brief lesen, bin ich vermutlich tot. Sie haben mich als Verräterin erschossen. Und Travis hat gewonnen. Überlassen Sie ihm nicht auch das Mädchen. Seine Abteilung hat ohne Wissen der Agency genetische Experimente durchgeführt, aus denen Victoria hervorging. Lassen Sie ihr die Wahl, die Sie nie hatten. Beschützen Sie Victoria und töten Sie Benjamin Travis. Ja, ich wollte schon sagen, schon vorbei, 47. An der Agentur vorbeikommen. Aber wir Alle haben jetzt wohl die letzte Mission. Vom Gelände eskortiert. Wir sind ungestört. Travis, ist die Leitung sicher? Was gibt's? Wir haben das Familiengrab der Burnwoods gefunden. Sehr gut. Beginnen Sie mit der Exhumierung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Sie sich davon erhoffen. Wir haben alles gründlich untersucht. Diana Burnwood ist an dem Tag gestorben. Wir haben die Polizei und die Autopsieberichte. 47 hat ihren Tod selbst bestätigt. Wir haben 47 schon öfter unterschätzt. Nein, die Sache stinkt. Burnwood kann ihren Tod auch nur vorgetäuscht haben. Sie würde sie mit links in die Irre führen. So, okay. Also ich würde ganz ehrlich sagen, das war die letzte Mission. Ich denke mir selber persönlich, das wird wohl jetzt die härteste oder die kniffligste. Bin ich mal gespannt, was liegt denn hier hinten? Da ist schon was. So, ich würde mal warten, bis der eine Typ wieder hier da reingeht. Dann schmeiße ich die Vase in die Ecke und dann kann ich mir die Kleidung von dem holen. Auch wenn wir jetzt hier oben einen Sniper haben, aber was bringt das? Ich muss ja eigentlich nur hier zu dem Ausgang vorerst mal kommen. Ich meine, die hier alle abballern, ja, können wir machen, aber es ist eigentlich dann auch nicht so schön. So, der steht jetzt wieder da drin. Wir schmeißen das Ding jetzt hier hin. Oh, die schöne Vase. Ist kaputt gegangen. Zentrale, ich glaube, ich habe was gehört. Seh mich mal um. Over. Jo, mach das mal. Oh, da hinten lehnt da sogar eine Waffe an der Wand. Wer ist da? Ja, hier bin ich. Mein Kamerad. So, den können wir jetzt aber glaube ich nicht verstecken. Ist mir jetzt aber egal. Ich schieb den einfach hinter den Altar. So, mein Freund. Oh, Blumen. Habe ich vorher gar nicht gesehen. So, ich schieb den jetzt einfach hier hinter. So, einmal verkleiden. Und schon sind wir getarnt. So, Agentur ARZ 160. So, und was haben wir hier Schönes? Nee, SPS 12. Jo, von mir aus. Wahrscheinlich egal. Ich denke mal, die Waffen will ich ja eh groß nicht benutzen. So, kann man mal hier schauen. Hier lag doch irgendwas. Ein Ziegelstein. Okay, den kann man vielleicht irgendwo gebrauchen. Schauen wir mal. So, ein bisschen Instinkt. So, der läuft weg, der läuft weg. Oh, du bist so... Oh, du bist so widerlich. Piss da auch noch hin. Alter, das ist ein Friedhof und kein Klo. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wo bin ich hier nur gelandet? Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufen soll. Hallöchen. Irgendwo so, dahinter? Lassen Sie das. Nö. Oh, eine Schere. Cool. Kann ich mir mal wieder die Haare schneiden? Haha, war das schlecht. Na komm, ich hoffe, da von hinten kommt keiner. Oh, hier kommen zwei. Oh, drei. Den dritten habe ich gar nicht gesehen. So, dann... Oh, wow, wow. Geh ich mal hier rum weiter. So, 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 so. Ich kenne den. Nein, du kennst mich nicht. Ja, doch, eigentlich schon, eigentlich mich ja ein Kollege, aber... Egal.
Oh, kein Instinkt mehr. Aber ich bin ja schon am Ziel. Bitte nicht. What the fuck? Schloss knacken. Komm, komm, komm. Schnell, 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 schneller. Yo, perfekt. Der Aufsichtsrat vermutet bereits, dass wir wegen Hope gelogen haben. Wenn sie erfahren, dass sie unsere Ressourcen genutzt haben, um einen Friedhof zu finden, werden sie Fragen stellen. Warum Burnwood wirklich übergelaufen ist, über ihr kleines Forschungsprojekt. Ja, dann kommt alles ans Licht. Aber ich werde nicht untergehen, nur weil sie von einer Toten... Der Aufsichtsrat wird glauben, was ich ihm sage. Sie wollen in der Oberliga mitspielen? Das ist ihre Chance. Nutzen Sie sie. Oder schreiben Sie schon mal Ihre Grabrede. So, okay, da hinten wohl in der Kirche oder so. Ich denke mal, da ist wohl eine Kirche oder eine Kapelle. Denk mal, da ist die C-Person drin. Hier, was kann man hier machen? Ah, okay, hier ist also der Ausgang. Dann wissen wir das auch schon. So, laufen wir einfach mal rein. Können uns ja hier mal verstecken. Okay, Schere, Benzinkanister. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ein Hundeknochen. Wie geil, Mann. Okay. So, die labern da. Was haben wir eigentlich da noch? Irgendwie so ein Schuppen. So, hier können wir auch irgendwie rein. Wow, 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 wow. Ganz langsam, ganz ruhig. Ah, wieder ein Ziegelstein. Ziegelstein ist ja langweilig. Ich habe einen Hundeknochen. Wuppa! Ich wollte gerade dahin gehen und die Waffe nehmen, aber ich hoffe, der sieht uns nicht. Fanghündchen! Fang doch! Hey, hören Sie mich? Nein. Oh, come on! Sir, ich rede mit Ihnen. Bleiben Sie sofort stehen, sonst schieße ich! Ich habe mich auch voll gerade bewegt. Kommen Sie zurück! Ich will Ihr Gesicht sehen! Hey! Und ich will aber deins nicht sehen. Person ist hier irgendwo. Ja, ganz sicher. Oh, Hallöchen. Ja, ich kann mich nicht mal. Genau. Kann ich mir nicht mal hier. Was zum Teufel ist da los? Irgendwie hier stellen. Der versteckt sich. Na toll. Wenn einer noch von hinten kommt, ist ein bisschen kacke. Ja, Hallöchen! Hallo, kann ich den auch? Oh ja, renn halt weg! Du Idiot! So, komm! Und! Oh, hallo! Auch noch drei hier! So, jetzt wäre schon mal aufgeflogen. Nein, Eieiei. So, jetzt haben wir zwei Leichen. Auch nicht gut. Wow, eine dicke Wumme aber dafür. Na. Alter, warum ist jetzt eigentlich hier meine Kleidung hier entdeckt worden? Stimmt doch jetzt eigentlich auch nicht. Sekunde, Zentrale. Ja, Zentrale. Das Opfer ist verletzt, aber am Leben. Oh, komm mal, jetzt kommt einer von hinten. Eieieiei. Oh, komm mal. Hey, das war aber ein bisschen knapp hier. Hey, ich bin ja so in der Zwickmühle. Lalalala. Komm, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich oben. Habe ich was zum Werfen? Leider nein. Das riecht nach einer Falle. Entspannt euch. Ja, toll, ich bin eigentlich in der Falle. So, ich könnte jetzt hier reingehen. Hallo? Sollen wir hier mal verstecken? Ich frage, ob jetzt meine Tarnung wieder bald mal weggeht oder nicht. Ein bisschen komisch, die haben nämlich doch eigentlich gar nicht gesehen, wo ich mich umgezogen habe.
Verteilt euch und sucht nach ihm. Das war jetzt ein bisschen blöd. Na super. Dann haben wir wieder toll begonnen. Also wie die gerade alle kommen von links. Ist ja auch mal toll. Ja, ich würde sagen, das bringt jetzt auch nicht mehr so viel. Gucken wir, dass wir so gut wie möglich durchkommen. Was haben wir hier noch? Wieder die SPS 12. Na super, hier sind zwei. Wo soll ich hin? Ich weiß es nicht. Da rechts steht halt einer. Gut, das ist halt nicht hinschauen, dann könnte ich den ja hier um die Ecke bringen, aber der rechts, der stört mich noch ein bisschen. Hallo, von. Alter, ich kann hier nicht die Treppe hoch. Oh, super. Es kommen dann wieder ein paar Leute, oder was? So, da hinten sind auch wieder drei, die laufen immer zu dritt rum. Aber oh, die kommen eigentlich nicht so weit in meine Richtung.